Lass mich mal testen, wenn ich die kaputt mache, bekomme ich dann den Spezialgranit, den ich brauche, um die Beete zu bauen. Sagen wir da guten Morgen, das ist guten Morgen hier im Spiel, guten Mittag, Abend oder was auch immer, wo ihr gerade zuschaut. Willkommen in meinem Let's Play zu Herr der Ringe, Return to Moria, einem Zwergenspiel. Genau, jetzt, ich bin gerade hier aufgewacht mit meinem kleinen Zwerg. Es wird natürlich hier deftig gefrühstückt und dann gehen wir noch mal ein klein wenig erkunden. Vor der Erkundung packen wir hier natürlich noch ein bisschen, ne, unsere Holzvorräte gehen langsam ein bisschen zur Neige. Aber so 15 Einheiten Holz mache ich nämlich schon noch mit, wenn ich was bauen muss. Und auch so 30 Einheiten Stein. Gucken, kann man schon irgendwas einlagern noch? Nee, sieht gut aus. Ah, doch, ein bisschen was muss man noch einlagern. Das habe ich vorher offscreen tatsächlich vergessen. Asche auf mein Haupt. Wäre auch so eine Abwurffunktion, wäre was Feines. So, das hier. Dann das Essen. Dann tun wir hier trotzdem nochmal zwei Braten auf den Grill legen. Damit wir was haben, wenn wir zurückkommen. So. Dann mal los geht's. Wir zücken unser Schwert. Und ich würde sagen, auch die Fackel machen wir an und dann nach hinten wollten wir zum Erkunden gehen. Sind wir letztes Mal nämlich von der Nacht überrascht worden, weil wir festgestellt haben, ja, Nacht überrascht, das ist relativ. Da kann man durchaus noch ein bisschen, hat man durchaus noch ein bisschen Zeit. Aber das Erkunden dient auch ein bisschen dem dazu, hoffentlich finde ich, hoffe, dass ich noch so eine Statue zum Reparieren oder die zwei fehlenden Familienstatuettchen finde, die man so braucht. Deshalb auch mal immer in die Seitengänge reinspähen, ob sich irgendwas Nettes findet. Holzstücke. Und was ich auch noch ganz dringend mal brauche, irgendwie Kohle oder sowas. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht ja spannend aus. Jede Menge Ratten. Geht's aber nicht weiter. Komm mal runter. Da unten ist dann irgendetwas, das ich noch nicht kenne. Was Leuchtendes. Lohnt sich, hier Randale zu machen? Jetzt probieren wir es mal aus. Randale! Holzstücke. Holz ist gut. Okay, das scheint sehr robust zu sein. Man zieht auch immer ganz wenig Schaden dran. Okay. Dann scheint es wohl nicht gedacht zu sein, dass sich das einfach kaputt macht. Aber wir nehmen trotzdem noch ein bisschen das Holz mit. Oh, und wir haben auch was gefunden. Kram. Aber vielleicht. Wir haben ja so Schadenstypen. Vielleicht. Ah, mit der Spitzhacke lässt sich sowas schneller demontieren. Ist schon ganz schön beharrlich. Und hat nur ein paar Holzstücke gegeben. Okay, das. Die Randale haben sich leider nicht gelohnt. Ein bisschen erkunden hier. Ja, sehr schön. Gegenstand hinzugefügt, verbergen. Es hat aber kein neues Rezept freigeschaltet, oder? Jetzt zumindest ist nichts gesehen. Ah, da ist nochmal so eine kleine Statue hier. Da braucht man noch eine, um es voll zu kriegen. Okay. Heißt, dann muss ich jetzt wohl übel runterspringen, oder wie? Mit der Unsicherheit, ob es einen Weg rauf gibt. Moosbeeren. Damit haben wir ein neues Rezept freigeschaltet. Nämlich die gefüllten Pilze.
Schauen wir mal nach da hinten. Auch noch ein paar Moosbeeren, die nehmen wir erstmal alle mit. Es hat sich schon mal gelohnt, glaube ich, hier reinzugehen. Da haben wir noch mal eine Erzader, aber nichts Neues. Dann lasst uns doch mal in das Haus auch reingehen. Wobei, was ist das hier? Pflanzboden. Ah, da könnte ich im Endeffekt einfach schon mal ein bisschen was pflanzen, auch wenn ich das noch nicht bauen kann, weil mir der Granit fehlt. Sehr schön. Holz. Immer gut. Dann haben wir eh zu wenig. Holz. Jetzt machen wir hier ein bisschen Randale. Jetzt haben wir ein bisschen Holz ein. Wir brauchen ganz viel. Solange wir keine Kohle haben, ist es wirklich wichtig, genügend Holz zu haben. So ein Eindruck. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Herzlichen Grenzen, oder? Dabei lassen sich, da werden auch keine neuen Rezepte freigeschaltet, wenn ich Dinge randaliere, oder? Das ist doch auch mal eine Idee. Ah, okay, und an eine Richtung mache ich Gutschaden, aber an den Wänden mache ich mit den Spitzhacken mehr Schaden. Was ist denn das? Was soll die Scheiße hier? Punkt 1, es ist Tag. Punkt 2, warum schießt ihr mit dem Bogen, ihr Gobbles? Wo ist der zweite? Hm. Schon wieder so eine Federmaus. Okay, da habe ich vorher gar nicht gesehen, dass es da. Ach, da bin ich doch reingekommen, oder? Da bin ich reingekommen. Lass uns mal kurz den Gobble hier töten. Nimm das, ich will deinen Bogen haben. Gib mir den Bogen. Ach, verdammt. Warum kann ich denn den Bogen nicht aufsammeln? Das wäre was echt Feines. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie ich hier wieder hochkomme. Aber ich will ja weiter erkunden, nicht zurück. Wie hoch? Gibt's was Neues hier? Besser? Nichts Neues bringen? Nee, aber hier könnte ich eine Behelfsplattform anbauen. Ja, dann kommen wir nachher leichter hier raus. Na gut. Ah, da ist schon ein spitznäsiger Moria-Dachs. Bringen die irgendwas? Nee. Sehen, ob es noch mal was gibt. Hier sind wieder Beete. Wartet mal. Die Beete waren noch aus diesem Spezial. Habe ich noch den Spezialgranit gebraucht? Lass mich mal testen. Wenn ich die kaputt mache, bekomme ich dann den Spezialgranit, den ich brauche, um die Beete zu bauen. Das wäre nämlich echt eine feine Sache. Nee. Nee. Ärgerlich. Schade. Hab ich schon. Oh, ich hab die Statuen voll fertig. Sehr gut. Zwei Stück habe ich ja noch gebraucht. Dann kann ich nachher. Oh, jetzt das ging es aber schnell kaputt. Und ich sammle Rohstoffe auch noch manchmal automatisch ein und manchmal nicht. Ach, merkwürdig. Oh, jetzt noch mal eine. Jetzt habe ich mehr, als ich brauche. Ich glaube, es ist auch der Fahnenstange Ende. Weil das ein hübscher Ort für ein Lager wäre. Jetzt lassen wir uns aber kurz noch mal hier ein bisschen randalieren. Das geht jetzt echt schnell mit dem. Leider kein Rezept für das gefunden, was ich ursprünglich mir überlegt habe, dass ich gut brauchen könnte. Nämlich die Statue, nämlich
Ich hätte immer eine eiserne neue Spitzhacke, wäre eine feine Sache, glaube ich. Ah. Ah, Bug, schwebt in der Luft. Wie gesagt, Early Access Vibes hat das manchmal. Oder erzeugt das manchmal bei weil gewisse Dinge noch sehr seltsam sind. Das denn? Nee, ich mache was echt stark auf irgendwas anderes ein, glaube ich. Ja. Gut, Ende der Fahnenstange. Dann schauen wir doch mal, was es bringt, diese Familienstatuen zu vervollständigen, oder? Weil weiter geht's hier nicht. Nee. Gucken. Ah, komme ich nicht so ein weiteres rüber. Nehmen wir den Durchgang, den wir da vorher erschaffen haben. Wir sind nochmal wieder, ja, sehr voll beladen. Schade. Also, ich brauche eindeutig einen besseren Rucksack, glaube ich. Gehen wir wieder aufs Schwert. Weil, sorry, aber der ist nicht so. Der bringt's nicht so. So. Wohin geht's? Gerade was desorientiert. Komme ich denn zu meinem Lager zurück? Oh, hier ist nochmal. Das machen wir natürlich. Ganz wichtig, immer diese Statuen finden und reparieren. 10 Münzen erhalten. Ernsthaft? Kein Rezept? Ich bin enttäuscht. Bin stark enttäuscht. Tu mal die hier wegwerfen. Die habe ich eh noch nicht den Nutzen erkannt. Kein Rezept? Ich bin enttäuscht. Sehr schade. Jetzt bin ich echt traurig. Ich habe extra diese Statue repariert. Ey! Nicht meine Traurigkeit ausnutzen, wenn ich abgelenkt bin. Fledermaus. Stirbst du mal? Na, den Dung. Ah, ich hasse es, wenn das Inventar voll ist. Die Nacht bricht herein. Okay. Guter Punkt. Noch ein paar Sons. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Immer dran denken, mein Inventar ist voll. Nein, ihr greift mich jetzt nicht an. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich entziehe mich jetzt durch Wegrennen. Das sieht auch nicht bequem aus, was du da machst. Herr Dachs. Jetzt mal am Familienaltar. Kommt schon. Ist er echt penetrant, oder? Ah, okay, das sind Wölfe. Statuetten platzieren. Und? Ja, jetzt kann ich es aufmachen. Und bekomme neue Dinge, die ich momentan nicht mitnehmen kann. Na, supi. Okay, also das gibt dann wohl. Okay, große Statuen geben Rezepte oder Goldmünzen. Und diese Altäre geben Gegenstände. Jetzt muss ich aber erstmal wieder Kram ablegen. Nochmal alles ablegen, was geht. Wirklich freies Inventar zu bekommen. Da hatte ich doch einiges an Holz, doch jetzt gemacht. Nein, Erz habe ich keins, Kohle habe ich keine, Eisenbahn habe ich auch keine. Die Kiste da liegt einfach ungünstig. So, Stofffetzen habe ich auf alle Fälle. Reaturmaterial habe ich auch, Kram ist neu. Habe ich hier nochmal neues Essen, also neue Rohstoffe für Essen, neue Samen, nicht neue, die habe ich schon. Großes Stück Tierhaut, das kann es
Passt doch, das gehört von hier so rein. Ich sehe schon, ich muss so langsam mal meine Lager wieder ausbauen. Das ist einfach zu rudimentär. Essen schadet nicht. Braten. Wer kommt hier dazu? Münzen kommen hier rein. Ja, dann sammeln wir mal das Zeug da vorne ein und schauen wir, ob wir ein neues Rezept daraus noch kriegen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Öffnen. Gut, Gold habe ich nicht erwartet. Saphir gibt nichts mehr. Baupläne, Fragment vergessenen Wissens. Ach, sehr schön. Ein Erbschild und ein Pirscherhut. Ah, okay, es gibt doch Baupläne. Sie sah nur, also hat sich, ich habe es noch nicht gleich erkannt, dass es Baupläne sind. Gut, also Notiz, sehr wichtig, dass man entsprechend einsammelt. Ich schaue es trotzdem noch einmal hier ein bisschen rum. Dinge, die sich vielleicht lohnen zu zerstören. Es ist ja noch nicht so dunkel, dass ich Angst vor der Kälte haben muss. Armes, verfrorenes Zwergchen. Oh. Ich muss nur Angst vor Goblins haben. Genau. Oh, Fackel erloschen. Nein, ich habe doch Angst vor in der Dunkelheit. Kurz was herstellen. Behelfs. Stoffreste. Nein, stimmt doch gar nicht. Verkleide ich gern, nicht die Behelfsaxt. Sehr gut, 8. So, wir tun es noch gern ein bisschen klein kloppen, bis es dunkel wird. Vielleicht fällt was Interessantes dabei noch ab. Aber so ein Altar haben wir, das glaube ich, der einzige. So ein Statuettenaltar. Heißt, da müssen wir eventuell tatsächlich noch mal bisschen schauen. Ich glaube, hier fürchte, hier haben wir schon ausgereizt. An Erkundung. Map. Ja, das ist so Dungeon-Raster, aber es bildet halt nicht ab, was wie es wirklich aussieht. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, in der Finsternis. Was bringt denn das? Was macht denn das? Die Finsternis drückt die Hoffnung. Wo kein Licht ist, lauert die Verzweiflung. Interessant. Weil doch Zwerge doch eigentlich gerne im Unterirdisch leben. Wundert mich echt, dass sie da so rummimosen. Dann geht's mal wieder zurück ins Lager, würde ich sagen. Weil wir wollen ja nicht, dass es. Dass wir Angst im Dunkeln zu viel haben. Oh, nochmal. Gobble scheint sich im Dunkeln aber wohl zu fühlen. Das ärgert mich doch immer, dass sie kein Loot haben. Ich brauche doch mein Loot. Was soll ich nur ohne mein Loot tun? Und das war es dann noch wieder mit dem Video zu Herr der Ringe Return to Moria. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne auf Twitch bei mir vorbeischauen, um mich live spielen zu sehen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Kanalbeschreibung. Ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.